you been to Prague? I know I've done some bad, I know I've done some bad. Do it the way you used to do it. I'm still the same guy, I'm still the same. So have you been to Prague? Meet me at the old town square. I used to play there every day. Y'all offer he'd be and heal me again. Y'all offer he'd be and heal me again. Oh, oh, oh. What about your brown eyes? I still see them so clear in the streets of Prague. So come here, we can drink some Czech beer. Simply go and lay down on Petrine. So have you been to Prague? Meet me at the old town square. I used to play there every day. Y'all offer he'd be and heal me again. Y'all offer he'd be and heal me again. Oh, 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 oh. Sarah, have you been to Prague? I know I've done some bad, I know I've done some bad. Thank you. Gäste, es ist soweit. Zum bereits sechsten Mal öffnen wir den Vorhang zur Denkwiese-Nacht. Sechs inspirierende Persönlichkeiten stehen bereit, euch mit ihren einzigartigen Geschichten und Erfahrungen zu begeistern. Freut euch außerdem auf mitreißende musikalische Acts von Jakub Ondra. Auch in den Pausen wird es spannend. Im Forum erwarten euch zahlreiche Aktivitäten und Erlebnisse. Lehnt euch zurück und genießt einen Abend voller Wissen, Musik und Unterhaltung. Mit einem herzlichen Applaus begrüßen wir die beiden Macher von Denkwiese, Christoph und Pascal. Wie viele von euch sind heute das zweite Hoch hier? Häng auf! Oh, oh wow. Viel! Boah! Hat ein paar? Die hängt oben, behalten, noch nicht ab. Kommt, das ist Fitness. Hallo? Gut? Häng auf! Nächste Frage. Wie viele von euch sind das zweite Hoch da und behalten die hängt oben, auch wenn sie nicht wissen, was jetzt gerade passiert, wenn sie oben bleibt? Okay. Sie müssen die hängt oben behalten. Trotzdem noch viel Mutige. Krigu! Ja. Gang entscheiden ist heute das Thema. Gang entscheiden, welche zwei. Also, gut, ich gehe mal auf die Suche. Jetzt muss ich die Hände oben behalten. Noch ein bisschen Fitness. Wer ist mutig? Könnt ihr mal wechseln? Wer ist mutig? Da hinten habe ich zwei. Genau. Pardon, ich muss jetzt hier durch. Ja. Perfekt. Gehen wir da weiter. Häng auf. Da, ja, ja, ich habe zwei gefunden. Yes, ja. Also. Gut. Also. Dir zwei. Dir zwei, genau. Also, wie ist dein Name? Vanessa. Vanessa, herzlich willkommen zur sechsten Denkwiese-Nacht. Und deine Begleitung, du bist der? Der Dennis.
Vanessa und Dennis, herzlich willkommen auch dir. Vanessa, was denkst du, was jetzt passiert? Keine Ahnung. Weißt du nicht, was wäre das Schlimmste Mögliche, was jetzt passieren könnte? Dennis? Wenn man nicht auf die Bühne dürfte. Ja, das ist gut, das ist gut. Applaus. Genau. Genau. Sehr gut. Warte hier, ich gebe dir nämlich meine Visitenkarte, damit wir noch weitere denken in der Nacht. Genau. Also, steht bitte auf und folgt mir hier durch. Liebes Publikum, grossen Applaus für Dennis und Vanessa. Gut. Also, jetzt könnt ihr da vorne kommen. Schaut, dass ihr nicht stogelt. Gut. Und jetzt seht ihr hier, wir haben hier ein Sofa. Ein Sofa, das ist vom Möbel Blunier und Henni-Möbel. Und die Plätze hier, die hätte man nicht kaufen können. Und ihr dürft die ganze Denkreisenacht hier von vorne geniessen. Nehmt Platz. Gut. Vanessa, was hättest du zu trinken wollen? Ein Wasser und du nimmst, Dennis? Ohne Wasser. Also zwei Wasser gerne, da her. Gut, merci vielmals. Viel Vergnügen, danke. Gut, Pascal, geht gleich los. Schauen wir heute zurück ins letzte Jahr. Was war für dich von der fünften Denkwiesenacht so der magische Moment gewesen? Gute Frage, Gregor. Mega spontan. Hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt mit dieser Frage kommst. Merci. Dann muss ich an IBE denken, das Stadion im Wankdorf. Wenn IBE in der zweiten Minute das Goal schießt, was machen denn die Fans? Was machen sie? Genau. Genau. Sie schreien, sie freuen sich, pure Emotionen in diesem Stadion. Und Bernhard Häusler hat letztes Mal über genau das geredet, dass man eben auch Zwischenschritte feiern soll und nicht nur das Resultat. Und das möchte ich heute mit euch auch, ich möchte mit euch feiern. Immer wieder feiern und jubeln. Und das wollen wir jetzt mal zusammen ausprobieren. Ich will mal wissen, wie das tönt, wenn wir zusammen feiern und jubeln. Ich zähle von drei abwärts zählen und ich möchte, dass ihr richtig Lärm macht. Okay. 3, 2, 1. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, da liegt doch noch etwas drin. Dennis, was meinst du? Bist du dabei? Nehmen wir noch einen. Gut, wir nehmen noch einen. Dennis ist dafür. Gut. Also, das war ein Aufwärmen. Jetzt sind wir warm, sind parat. Aber jetzt geben wir noch einen oben drauf. Wir backen, wir klopfen den Boden, wir klatschen die Hänge, wir geben euch alles. Nochmal Vollgas, noch einen oben drauf. Also Leute, kommt, zählen abwärts. 3, 2, 1. Ja, Hühnerhaut, also wirklich. Ja. Wie im Wankdorfstadion. Ja. Hey, merci vielmals. Ihr seid ready, wir auch. Wir wünschen euch eine wunderschöne Denkwiesenacht. Bis dann, viel Spass.